Hallo und willkommen zurück zu R&R Production. Hier ist Robi und wir spielen weiter mit Final Fantasy VII Rebirth. Das müsste Part 18 sein. Und wie immer, Spoilerwarnung. Wenn ihr es noch nicht gezockt habt, zockt's. Ansonsten hauen wir jetzt zusammen rein. Und zwar Spieladen. Und ich glaube, wir haben die Junon-Region so gut wie erledigt. Ich glaube, wir haben sogar alles eigentlich. Ja, ich glaube alles. Kampfsimulator gemacht. Dank dir sind die Nachforschungen über diese Region abgeschlossen. Genau. Allerdings ist unser gemeinsames Abenteuer damit noch lange nicht zu Ende. Ich freue mich schon auf viele weitere Berichte aus anderen Gegenden. Genau. Materie habe ich mir auch alle abgeholt. Und Kampfsimulator haben wir auch überall Haken drin. Und die ganzen Quests haben wir auch alle gemacht, ne? Heia. Ich war mir sicher. Das heißt, wir machen schön die Story weiter. Falls ich dir mit irgendwas behilflich sein kann, lass nicht jetzt. Nicht jetzt, Buddy. Weil hier haben wir auch alles abgeschlossen, abgeschlossen. Ja, ja. Das Schlimmste war die Protosubstanz. Oh, Fort Condor hat mich mental zerstört. Alter, Alter, Alter. Nie wieder. Kann man hier irgendwo spawnen? Nochmal schon, oder? Vielleicht hier? Vielleicht hier? Nö. Echt jetzt? Ah, muss ich von draußen reinlaufen? Ah, da kann ich spawnen. Dann gehen wir doch zum Froschplatz. Von hier geht's easy. Wir müssen zu Priscilla, oder wie die hieß, ne? Da, die war's. Dass ich nicht nochmal laufen muss. Safety speichern. Obwohl wir gerade erst angefangen haben. Warte mal, eine Sache kann ich auch noch kurz schauen. Unsere Materie. Nichts Stufe voll, oder? Achso, das ist der Phönix. Der beste bis jetzt. Der gefällt mir am meisten. Chakra ist fast voll. Oh, Automagie ist voll. Da müssen wir auswechseln. Kriegst du neue Automagie? Machst die voll? Schalt nichts. Nichts, nichts. Je mehr wir haben, desto besser können wir so viele ausrüsten, wie wir wollen. So viele Kombos machen, wie wir wollen. Deswegen wichtig am Anfang so viel FP sammeln mit so vielen wie möglich, dass die im Max sind. So viel Max machen wie möglich. So, perfekt. Rein da! Oh, da seid ihr ja! Wir müssen hoch. Yuffie meinte, du kennst vielleicht einen Weg. Klar, ich helfe euch. Oh. Also, Yuffie hat's rausgefunden. Der einfachste Weg rauf nach Junon führt über dieses Schiff da. Hochkletter? Seht ihr? Von da lässt sich alles steuern. Einer von uns muss das Schiff. Also runterlassen. Die anderen fahren dann damit hoch. Ein Aufzug quasi. Problem, wie kommen wir rauf zum Führerhäuschen? Hochspannung steht da. Hm, wer versucht da rauf zu klettern, kriegt einen gewischt. Wie soll's dann gehen? Hier kommt Finny ins Spiel. Der kann nämlich voll viel. Wisst ihr... Ach, richtig. Ich erzähle euch am besten mal, wie ich ihn getroffen habe. Also, ich bin im Meer geschwommen. Und da höre ich so ein süßes Piepen. Hab's eilig. Sorry. Oh. Geht der Gemeine. Es tut uns echt leid. Wenn wir fertig sind, kommen wir wieder. Dann kannst du uns alles in Ruhe erzählen, okay? Okay, versprochen? Hier. Hm?
kennst du nicht? So, so, so geht das. Oh, verstehe. Super. Und wie? Die Kleine ist niedlich. Geht's weiter? Eine Lebensfreude. Penny wird einen von euch nach oben bringen. Und zwar mit einem Riesensprung. Oh. Na, wer von euch will es probieren? Alle schauen mich an, hä? Den Arm klaut. Wehe, ich muss jetzt hier irgendwas. Okay, sag Bescheid, wenn du bereit bist. Digga, wehe, ich muss hier irgendwelche Knöpfe drücken. Weil, puh. Quicktime Event ist für mich so anstrengend wie für Klaus. Weiß ich jetzt schon. Nach oben begeben. Du wirst für eine Weile nicht nach unter Junon zurückkehren können. Yes. Schwimm, 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 schwimm. Das sieht mir schon wieder sehr aggressiv hier aus. Mit Pfeilchen, links, rechts, oben, unten. Das wird wieder so ein Minispiel, das mich kaputt macht. Das weiß ich jetzt schon. Fort Kondo hat mir nicht gut getan, das sage ich euch gleich. Stoße die Bälle auf dem Wasser weg. Dann, das steigert Finis Laune und sein Tempo beträchtlich. Und schnell müsst ihr sein, wenn ihr die Sprungzone und den Kran erreichen wollt. Durch Kurven geht es mit Driften ohne Geschwindigkeitsverlust. Hüte dich außerdem vor jeglichen Hindernissen, da sie Fini bei einer Kollision verlangsamen. L links und rechts bewegen, L und R driften. Wieso wollen die mich kaputt machen? Ich verstehe es nicht. Cloud, viel Glück! Dankeschön. Ich brauche kein Glück. Ich brauche Können! Ja, Piepmatz. Da sind die Bälle. Noch mehr Bälle? Ich sehe es nicht. Oh! Ich habe nicht so viel erwischt. Oh! 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 Oh, voll daneben. Wo sind die Bälle? Ich sehe es nicht. Da, rechts. Shit. Ich war sehr schlecht. Oh! Finny, ich sehe nichts. Du bist zu schnell. Was ist das für Driften ist das? Ich mach mal schu, schu, schu. Oh nein, das ist... Oh. Das wird immer gefährlicher. Ich habe zu wenig Bälle, oder? Ich habe zu wenig Bälle. Oi, 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 oi. Haja! Mit dem Grinsen. Oh Mann. So. Ich habe so viele Bälle nicht bekommen. Ich dachte echt, ich fliege jetzt runter. Ich bin zufrieden. Nehme ich an. Da geht's nicht raus, okay. Was ist hier so? Weiß auch keiner. Ah, hier ist der Kran, okay. Muss ich jetzt spielen? Kran bewegen. Lass das Boot mit R runter, damit deine Gruppe einsteigen kann. Runter da. Komm. Tu nicht so, als wäre es schwer. Ja, wobei. Bei so einem Gewicht, ne? Easy. Gut, dann alle Mann an Bord. Captain Finny wird euch bis zum Schiff ziehen. Alter, Captain Finny ist Maschine, Alter. Ich hoffe doch schwer, das Ding saft nicht ab. Der kleine Finny. Was ist los? Hast du Angst vor Wasser? Oh, oh.
Danke für alles, Priscilla. Mhm. Passt. Auf euch auf. Der Hund auch. Bis zum nächsten Mal. Doch, bye-bye. Gute Fahrt. Und jetzt vom Anker rein, oder wie? Oder sind die schon oben? Ah, schon oben. Hey! Einmal rauf, bitte! Hoch damit. Sag mal gleich unseren Kollegen Hallö. Hallöle. Wie jetzt? Muss ich alleine laufen? Muss er an der Hochspannung vorbei? Und was kommt jetzt? Also sieht schon fett aus. Also wenn das keine Abwehrkanone ist, dann weiß ich auch nicht. Das kann alles abwehren. Egal wie groß. Alter, ganze Armee. Da freut er sich, hä? Schließe zu den anderen auf. Ich versuch's. Hier gibt's alles nichts. Wahrscheinlich hier durch. Ja. Muss ich alleine kämpfen? Das wäre hart. Schauen wir mal, was hier so gibt's. Wobei, ich kann Chakra und alles. Würde klappen, glaube ich, wenn es nicht so starke Gegner sind. Wenn die hart werden, puh. Das wäre blöd. Und hier ist alles leer, nix. Ah, da sind sie ja schon. Easy. Da ist er ja. Gehen wir. Kommt zurück ins Team, meine Freunde. Da geht's weiter. Oh, Kiste. Super Ether. Braucht kein Mensch. Noch nie benutzt. Oh. Hello? Ich werde mein Bestes bei der Parade geben. Ich auch. Sieht jetzt nicht komisch, dass hier Zivilisten rumlaufen. Okay. Besser für mich. Kann ich in Ruhe hier rumlaufen? Schade, dass man hier nirgends reinkommt. Ich könnte ruhig hier ein paar Items verstecken. Hätte ich alle gern genommen. Alter, die sieht schon imposant aus, ne? Könnte ich Kaijus mit killen? Oder die ganzen Roboter von nicht Pacific Rim. Bewacht, wie erwartet. Kümmern sich wohl um die Parade. Sind denen anscheinend nicht mehr wichtig genug, wie?
Was sehr viel besser für uns ist, nicht? Die Stadt ist riesig. Wird schwierig, die Schwarzkoten hier zu finden. Also hier sind sie nicht. Gehen wir runter. Auch nix. Schade. Hey, Buddy, was geht? Hey, Cloud, was ist das? Die Highwind. Das schnellste und modernste Luftschiff der Welt. Shinra hat viel in seine Fertigstellung gesteckt. Warum schnappen wir es uns da nicht? Dieses Luftschiff kann nur von einem sehr fähigen Piloten gesteuert werden. Und eine Crew braucht es auch. Schade. Wäre nett gewesen. Lasst uns lieber nach einem Boot suchen. So. Gleich fangen die Proben an. Das ist nicht durch, ne? Nee. Komm, lass mal ein paar Items hier rumliegen, Alter. Was ist das? Was für ein erbärmlicher Haufen! Was ist? Bin gerade beschäftigt. Wer die Parade sehen will, nimmt den Aufzug nach unten. Verstanden, Kumpel. Nee, keine Kisten, nix. Ich bin enttäuscht. Wie bloß ein bisschen Free Stuff. Okay, nicht den Weg nehmen. Hier besser? Was sieht so aus? Auch kann ich schnell. Ist halt nicht so geizig. Genau, hoch da. Jedes Mal. Gut so. Kann ich helfen? Zur Stadt. Geht's mit dem Aufzug nach unten? Ich will da nicht hin. Hier Kohle. Ja, da geht's runter. Da kann ich nicht hin, okay. Da auch nicht. Da auch nicht wahrscheinlich. Kein Hindernis ist zu groß und zack, muss ich umdrehen. Lass mich nicht durch. Also doch zu groß, hä? Na, dann gehen wir mit Aufzug runter, ist halt so. Ich habe gehofft, noch ein Item. Ab nach unten. Mit dem schönen Düsenjet hier. Nein, nicht nötig. Lasst sie ruhig. Herein. Verzeihung, ein Bote aus Wutai möchte Sie sprechen. Gouverneur Saruf schickt ihn. Ach. Er nannte sich Oberst Glenn Lodbrok, Herr Direktor. Na gut.
Was los? Doch noch am Leben, ja? Eigentlich bin ich mausetot. Kommen wir gleich zum Punkt, Herr Direktor. Ich gehe davon aus, dass du die großen Pläne deines Vaters und unseres Gouverneurs weiterführen wirst. Das habe ich vor. Dann bin ich ja beruhigt. Immerhin haben wir einen Krieg anzuzetteln, vergiss das nicht. Wie du weißt, ist die Stimmung zwischen Shinra und Wutai überaus angespannt. Beide Seiten wollen die Magnus-Materia. Darüber bin ich im Bilde. Doch die Zeiten haben sich geändert. Mein Vater ist nicht mehr. Und ich habe eine neue Vision. Immer noch der freche Bengel von damals, der stets seinen Kopf durchsetzen will. Sag bloß, du glaubst auch immer noch das Märchen vom verheißenen Land. Eine unerschöpfliche Gier. Ihr Shinras habt nichts als Marco im Kopf. Damit fällt ihr das Todesurteil. Für unseren Planeten. Ein Krieg bringt den Menschen Wut, Leid und Hass. Doch auch eine bisher ungekannte Einigkeit. Stürzt die Welt ins Chaos, hat der Planet die Chance, wieder aufzuleben. Der Planet will es so. Wir müssen ihn an den Rand der Zerstörung bringen. Da muss ich. Das Ganze war eure Idee. Also ziehen wir es auch durch. Spiel mir bloß nicht den Unschuldsengel. Gemeinsam sorgen wir für Gerechtigkeit. Mit Krieg. Immer eine gute Lösung. Ah, fast hätte ich's vergessen. Die Nachricht von Gouverneur Saruf. Meine herzlichsten Glückwünsche. Zur Ernennung zum Direktor. Shinra ist in guten Händen. Alle ihre Egos, hä? Flughafenverwaltung. Da liegt ein bisschen Stuff, nehmen wir mit. Was gibt's da oben? Noch mehr Stuff. Wunderschön, sag ich doch. Free Stuff. Fürs bisschen Geld bin ich hier hochgeklettert. Fühlte mich so dreckig. Alter, muss ich immer tiefer und tiefer, oder was? Ich habe das erste Mal Sektor Shinra live gesehen. Da geh ich schon mal nicht durch. Da auch nicht. Da auch nicht, da auch nicht, da auch nicht, da auch nicht. Auch nix. Was gibt's hier so? Alter, sollen wir mehr Kisten hier verteilen? Ich bin lootgierig.
Oh nee, nicht wieder diese. Der Typ und ich muss damit Motorrad fahren, oder? Ich mach hier Randale, ey. Ihr seid alle im Weg. Weil du musst schon zeigen, was es kann. Lass die armen Juno-Leute in Ruhe. Die wollen nicht mitkämpfen. Was wie ein King. Alle verbeugen sich vor dir. Okay. Muss ich wahrscheinlich später hin. So wie es aussieht. Da ist nix, da ist nix. Dann müssen wir wohl hier weiter. Yep. Was weißt du über Junon, Cloud? Junon ist eine Militärstadt mit einem Unterwasserreaktor. Sie dient vor allem der Abwehr von Angriffen übers Meer. Wenn es sein muss, kann sie sich in eine Festung verwandeln. Außerdem ist sie ein Drehkreuz für den Luft- und Wasserverkehr. Das macht sie für Shinra zur wichtigsten Stadt nach Midgar. Ach ja. Sag mal, kennst du vielleicht irgendwelche Restaurants oder Sehenswürdigkeiten? Damit kenne ich mich nicht aus. Verstehe. Keine Freizeit. Wir sind nicht zum Vergnügen hier. Sightseeing ist nicht. Das weiß ich. Jawohl! Bis zur Parade habt ihr Freigang. Aber nutzt die Zeit auch, um die Formation nochmal zu üben. Sir! Sir, ja, Sir! Sieht aus wie eine Madame oder ein Kerl. Okay. Hier geht's wahrscheinlich raus dann. Was denn? Rufus läuft direkt vor unserer Nase rum. Das können wir doch unmöglich ignorieren, oder? Ah. Müssen ihn ja nicht gleich abmurksen, aber ein paar Takte sagen und ihn dabei ein wenig verklappen. ich stimme halb zu. Haben die Turks nicht behauptet, man würde uns nicht mehr verfolgen? Aber trotzdem ist der Typ auf dem Motorrad aufgetaucht. Die sollen sich mal entscheiden. Ganz deiner Meinung. Nur, ob wir so einfach an den Direktor rankommen? Ja, mein Gott. Kurz mit dem Uppercut oder dem Knie. Von der Seite anfliegen kommt. Es gibt einen Weg. Oh. Hä? Wir stürmen die Parade. Nein. Bei der Zeremonie wimmelt es nur so von Wachen. Gegen die alle haben selbst wir keine Chance. Wir geben uns als Gardisten aus und infiltrieren die Parade. Dadurch kommen wir unbemerkt in Rufus Nähe. Im Ernst? Na klar. Super Idee, Cloud. Gar nicht schlecht. Barrett und Red, checkt die Position der Wachen und findet einen Weg zum Hafen. Und sucht auch nach den Schwarzkunden. Wieso wir? Ihr passt in keine Gardistenuniform. Klingt vernünftig. Schnauze. Bis später dann. Ich suche mir erstmal eine Uniform. Hä? Warte, wir kommen mit. Genau, dann los. Hier lang. Hast nichts mitzureden, ne? Armer Kerl.
Oh, muss ich dahin? Nicht mehr erkunden darf ich. Achtung, dies ist ein Aufruf an alle Gardisten. Wir haben noch einige wenige Ersatzuniformen. Bitte nicht trödeln beim Umziehen. Gibt es hier noch jemanden, der ohne... Was haben wir hier? Oh, so sind die also gebaut. Na, sollen wir? Halt! Ab hier 3 Schritte Abstand bitte. Ach. Zwischenspeichern. Immer wird der Cloud hier als Perverse hingestellt. Nicht erste Perverse. Kann ich? Hallo? Also Cloud, was soll das denn bitte werden? Ach Mann. Nicht mehr spickeln darf man. Das ist ein Klo, oder? Sieht aus wie ein Klo. Was nehmen wir? Da ist auch nichts. Auch nichts. Da geht's raus. Da sagt man. Oh, hier. Ist lange her. Halt! Hände hoch! Und? Und? Wie Profis. Bin überzeugt. Die 3 Musketiere. Wie richtige Gardisten. Jetzt müsst ihr euch nur noch wie welche benehmen. Sonst fliegen wir schnell auf. Macht mir einfach alles nach. Ist doch so leicht, ne? Oh, Kiste. Seht ihr? Überall muss man jede Ecke schauen. Überlebensweste. Okay. Schon mal besser als Gil und weiß nicht, was ich bekommen habe. Bisschen Gil, bisschen das, hä? Da ist nix. Da ist auch nix. Nope. Dann gehen wir wieder raus. Die Parade findet in Nordjunon statt. Ihr solltet euch wirklich beeilen. Nicht, dass sie am Ende noch ohne euch anfangen. Ich gehe jetzt nicht raus. Hä? Mache ich hier gerade irgendwas falsch? Oder gibt es hier noch eine Tür? Nö. Na dann, mach drauf. Wieso ging es vorher nicht auf? Ihr 3, ihr wart gar nicht bei der Übung vorhin. Wollt ihr mir etwa sagen, dass ihr verschlafen habt? Bitte um Verzeihung! Ist das etwa alles? Bitte um Verzeihung? Habt ihr eigentlich den Hauch einer Ahnung, wie wichtig diese Parade ist? Ein bisschen? Bewegt eure Hintern da rein! Und wehe, die Oberkommandantin ist nicht zufrieden! Ich schwöre euch, ein falscher Schritt und ich... mach Behemoth-Futter aus euch! Routine kenne ich auswendig. Macht mir alles nach. Ob das gut geht? Was gibt's da zu tuscheln? Oh. Los, rein mit euch! Jetzt hat sie... Formation! So. Ihr habt also das Training geschwänzt. Ihr müsst euch eurer Sache ja sehr sicher sein. Finden wir es raus. Kommt, zeigt doch mal, was ihr könnt. Was soll ich machen? Tanzen? Aber ich warne euch. Ein falscher Schritt und ich stopf dem nächstbesten Morbol das Maul mit.
Was wollen die mit ihren ganzen Minigames? Was muss ich machen? Drücke die angezeigte Taste, wenn die Rhythmuslinie mit der Eingabemarkierung überlappt. Das sind immer solche. Je genauer du dabei vorgehst, desto stärker überträgt sich Clouds Leidenschaft auf seine Untergebenen, was die Qualität der Darbietung steigert. Art der Eingabe: rotes Viereck drücken, gelbes Fünfeck wiederholt drücken, blaues Sechseck gedrückt halten. Was? Rotes Viereck drücken. Das ist rotes Viereck. Drücken, okay. Blau ist gedrückt halten und gelbes Fünfeck ist wiederholt drücken. Wieso tun die mir das an? Und, auch die, und dann noch die richtige Taste drücken, ne? Wieso machen die sowas mit mir? Wieso? Bereit? Dann leg mal los! Felix. Felix! Aber beim nächsten Mal. Was halten? Wo ist er? Katastrophe. Ja, wann? Ist es Kreis? Jetzt schon? Gut, gut, gut. Okay, das nehmen wir. Das nehmen wir. Nehmen wir. Noch einmal üben? Ja? Nee. 10 und 1 war gut. Nein. Formvollendete Bewegungen und Körperspannung. Ich muss sagen, ich bin beeindruckt. Ich auch. Dürfte ich vorschlagen, ihn an die Spitze unseres Zugs zu stellen? Meinen Glückwunsch. Mit sofortiger Wirkung ernenne ich dich zum Kommandanten der 7. Infanterie. War ich zu gut? Du wirst ganz vorn stehen. Die gesamte Kompanie soll sich ein Beispiel an dir nehmen. Eine ehrenvolle Aufgabe, die große Verantwortung mit sich bringt. Der Sieg hängt von dir ab. Man? Gut gemacht. Ich bin stolz auf dich. Der Kompanie zusammensuchen. Also, die Einheiten sind in der Stadt verstreut. Und ihr müsst mindestens 5 von ihnen finden. Ihr wisst, jeder Gardist trägt das Abzeichen seiner Kompanie am Arm. Sind alle beisammen? Begebt euch auf direktem Weg zum Paradeplatz. Also, das brauche ich 5 Stück. Und keine weiteren Verspätungen mehr. Ist das klar? Dann weggetreten. Katastrophe. Als Kommandant der Paradekompanie ist es deine Aufgabe, die in der Stadt verstreuten Einheiten der 7. Infanterie aufzulesen. Sobald du die nötigen 5 Einheiten beisammen hast, kannst du mit L2 die Formation ändern, um deine Truppen auf den großen Aufzug vorzubereiten. Welche Formation du wählen kannst, hängt davon ab, welche Einheiten du gefunden hast. Eine gelungene Darbietung mit höherer Schwierigkeit erhöht deine Reputation. Gibt's hier irgendwas, was man mitnehmen kann? Ne? Nix? Ah. Ne. Enttäusch uns nicht, Junge. Ich geb mein Bestes. Was denn? Immer noch nicht alle beisammen. Ein paar Gardisten wollen sich sicher Mut antrinken. Such doch mal die Kneipen ab. Mach deine Sache ordentlich.
Wieso soll ich die nehmen, die besoffen sind? Das war aber ganz schön knapp. Glaubst du echt, dass wir mit der Parade nahe genug an Rufus herankommen? Nein, aber während der Verleihung der Auszeichnung. Die wird nämlich vom Direktor der Firma persönlich überreicht. Verstehe. Das ist ganz schön riskant, oder? Wenn schon, denn schon. Nicht wahr, Cloud? Also heißt es, wenn ich eine Maschine werde und super tanze, bong, 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 dann schaffen wir es, ausgezeichnet zu werden, oder wie? Habe ich es richtig verstanden? Südjunon. Dann wollen wir unsere Leute mal einberufen. Genau. Die 7. Infanterie Midgards. Die mit dem Abzeichen hier, richtig? Mhm. Kommt. Let's go. Schauen, was hier so gibt's. Hey, seht mal. Den kennen wir doch. Ah, ich sag's doch. Oh, sehr verdächtig. Sollen wir da rein? Ich hab das Gefühl, das ist eine Einheit für uns, hä? Rein da! Keine Glatzen hat? Moment! Dieser Mann ist unser Kommandant. Sir, in dieser Bar herrschen besondere Regeln. Helme sind hier nicht erlaubt. Eure Pause ist vorbei. Alle nach draußen. Sir, verstanden! Oh Mann. Oh, haben wir eine gekriegt? Nur was glänzt, Alter! Kannst du dir mal meinen Kopf ansehen? Der Glatzenclub, Alter. Hier darf die Kopfhaut frei atmen. Ey, Kumpel! Wer hier trinken will, muss sich von seinem Helm verabschieden. Kannst vergessen. Meine Haare sind mir zu wertvoll. So, wir haben die erste Einheit. Ich bin stolz auf euch, Jungs. Ich bleibe so lange hier, bis ich was ist da oben? Tut mir leid, aber der Durchgang. Zivilisten haben hier nichts zu suchen. Bin ich ein Zivilist? Ein Chef. Sir, willkommen zurück. Willkommen zurück. Also war das ihr da hinten? Läuft jetzt hier rum? Okay. Ich kann's nicht glauben. Rufus ist in derselben Stadt wie ich. Zur Stunde begibt er sich nach Mojo. Der Anweisung wird.
Hier ist auch nichts, okay. Ist hier irgendwas? Nope. Alter, ich hab schon mal die Glatzeneinheit. Folgt ihr mir oder? Stets bereit! Stets bereit! Keine Ahnung, wer ihr seid. Schauen wir uns oben um. Kaserne. Hey Buddies, was geht? Mit welchem Gefühl gehen Sie heute auf den Paradeplatz? Ich kann mit Stolz sagen, dass die 7. Infanterie mit Gas hart und unermüdlich für den heutigen Tag trainiert hat. Doch jeder Schweißtropfen hat sich mehr als gelohnt. Ich bin zuversichtlich, dass wir den neuen Direktor mit einer... Die nächsten von meiner Truppe. Sag mal hallo. ...großartigen Darbietung begrüßen werden. Danke. Oh, Entschuldigung, wir sind mitten in einem Interview. Kommandant, Sir! Oh, Sie sind der Kommandant? Ich bitte vielmals um Entschuldigung. Aber das passt ja wunderbar. Dürfte ich Sie wohl um ein kurzes Interview bitten? Natürlich. Oh, Die Auszeichnung ist hart umkämpft. Mit welcher Strategie planen Sie, Ihre Kompanie zum Sieg zu führen? Ja. Oh, Sie sind so klug, Kommandant. Wir dürfen unsere Strategie natürlich nicht so einfach preisgeben. Die ist schließlich geheim. Natürlich. Die Pause ist um. Auf geht's zum Paradeplatz. Mir nach. Ihr Lappen. Oh Mann. Ein Spacken mehr als andere. Bald habe ich 10 Spacken. Warum holst du rum? Was ist mit dem los? Versteckst du dich, hä, Kumpel? Sich während der Arbeitszeit in der Kaserne zu verstecken. Oh, geht's noch höher? Nehmen wir den nächsten mit. Ich freue mich vor allem auf die Motorradstaffel. Ah, noch einer. Schnelltrank, okay. Zeigen wir ihm doch mal, aus welchem Holz wir geschnitzt sind. Und wir sind ihr Profis. Die nächste Einheit. Wir sind gerade mitten in einer Übung. Oh, Herr Kommandant! Ich bitte um Entschuldigung. Kein Problem. Das Training ist vorbei. Zeit für unseren Auftritt. Folgt mir. Jawohl! Eine Einheit schlimmer als die andere. Ihr habt Glück, dass ich gut drauf bin. Ich würde euch alle feuern. So. Kann man noch runter, ne? Ja. Was gibt's hier so? Da ist nix. Also, ich denke nicht, dass irgendwo noch an eine Gedenkmünze. Mein Papi nimmt an der Parade. Ja? Dein Papi muss aufpassen. Was feuer ich den noch direkt? Ob man vom Fenster aus die Parade. Wie wäre es mit einem Zimmer? Mal schauen, was ich krieg, wenn ich ausruhe. Ich bin auch gar nichts. Da ist einer, gut. Achso, hier geht's noch raus, okay. Gehen wir hoch. Servus, was ist los hier? Wer bist du? Willkommen in der Junon-Filiale der Zauberfibel. Auch diese Woche freuen wir uns wieder, Ihnen unsere persönliche Buchempfehlung geben zu dürfen.
Meine derzeitige Nummer 1 ist definitiv der Roman Der letzte Flug. Die Story ist so mitreißend, dass man an nichts anderes mehr denken kann. Eine tragische Romanze zwischen einem Mitglied der Luftwaffe und seiner Kommandantin. In der Szene, in der sie ihrem Liebsten befiehlt, in den Kampf zu ziehen, braucht man packungsweise Taschentücher. Unglaublich. Die Mitarbeiterinnen verdienen bestimmt gut. Ich bewerbe mich auch. Herr Kommandant, was für eine Ehre. Haben Sie Interesse an der Buchempfehlung eines Fibelinchens? Ich kann Ihnen Shinras Militärphilosophie ans Herz legen. Das Buch ist ein philosophisches Meisterwerk. Hab ich schon. Man sieht die Welt einmal mit den Augen eines Militärangehörigen, was einen sehr zum Nachdenken anregt. Ach, wie unhöflich von mir. Sie kennen dieses Buch ja eh schon. Ah ja, ich Maschine. Unsere Mitarbeiterinnen haben schon Charme, stimmt's? Achso. Null. Herr Kommandant, alles schon weggeballert. Herr Kommandant! Wir Fibelinchen geben jede Woche unsere Buchempfehlungen. Haben Sie Interesse? Meine Empfehlung ist der neueste Band von König Kaktor. Das ist ein echter Knaller. Die Story erreicht in dem Band ihren großen Höhepunkt. Die Szenerie, die der König am Ende seiner langen Reise sah. Ups! Mehr darf ich an dieser Stelle aber noch nicht verraten. Holen Sie sich den Band jetzt gleich, um nicht gespoilert zu werden. Und dafür habe ich mir jetzt mit euch drei geredet. Katastrophe. Wenigstens ist hier eine Truppe von mir da. Sonst wäre ich ausgerastet. Aber keine Kiste, okay. Ah, Kommandant, Sie kommen genau richtig. Ich bin gerade dabei, ein Geschenk für meine Freundin auszuwählen. Welche der Broschen spricht Sie mehr an? Die mit den Maschinengewehren oder die mit den Bajonetten? Du bist echt dermaßen peinlich. Beachten Sie ihn gar nicht. Ich bitte vielmals um Verzeihung. Eure Pause ist vorbei. Ab nach draußen. Jawohl! Okay, euer Geschwätz will ich nicht zuhören. Raus da! Ich bin nicht euer Freund, ich bin euer Chef hier. Ey. Katastrophe hier. Die Accessoires. In Ruhe umschauen lohnt sich. Für die Qualität bürge ich. Bruder, du bist am Arsch. Nächstes Mal. Willst du Futter? Ich hab was für dich. Wenn jetzt nicht mein Kumpel ist hier. Speichern wir? Ich will den richtigen sagen. Machen wir über das. So viel habe ich nicht gemacht. Die Uniform steht euch gut. Woher wusstest du, dass wir es sind? Durch euren Geruch. Deine Nase ist wirklich beeindruckend, Red. Sie ist beinahe wieder ganz die alte, seit wir Midgar und das Marco hinter uns gelassen haben. Auch diesem Ort möchte ich schnell den Rücken kehren. Verstehe ich. Diese Kinder schleichen schon die ganze Zeit um mich herum und versuchen mich zu streicheln. Ich dachte, ich kann mit dir reden. Dann halt nicht. Was gibt's hier so? Ne, hier waren wir schon, oder? Ah ja. Hier waren wir schon. Kann ich nicht rein? Okay, ah da. Was gibt's hier so? Ist das Materie? Sieht so aus, ne? Wir haben nur die allerbeste Materie im Angebot. Das schauen wir uns an. Hab ich schon. Hab ich auch schon. Hab ich. Ja, gibt einen, den wir nicht haben. Heilen, Glut, Frost, Gewitter, Luft, Toxin, Chakra, Analyse, Stehlen, TP. Glücksboost. Meister der Gegenstände, präzise Abwehr. Mach ich nicht. Unser Sortiment zufriedenstellen? Was darf es heute sein? Tränke? Nee, war ja auch nicht. Ich hoffe, es war alles zufriedenstellend. Hey, Buddies. Was gibt's denn? Den Helm kenne ich doch. Leute, das ist unser Kommandant. Salutiert. Jo. Was lungert ihr hier rum?
Die Parade beginnt gleich, also haltet euch an mich. Jawohl! Die mit ihrem Gleichschritt. Tick, 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 tick. Wie Spaten sehen die aus? Die heftigen Preise in diesem Laden hätten sie im Reiseführer ruhig ab. Wieder spazieren geht. Gehen wir zum nächsten. Waffenladen von volles Arsenal. Herr Kommandant, wie wär's mit einer neuen Waffe? Wäre ich auch dabei. Junge, was Gutes. Das brauchen wir nicht. Achso, nichts Neues. Nope. Naja. Herr Kommandant, ich schwinge mein Fähnchen für Sie. Schön. Das Design der neuesten Schutzausrüstung kann sich sehen lassen. Dies für Waffenliebhaber. Ich kann mich gar nicht satt sehen an diesem Angebot. Aber was denn? Du willst uns doch nicht etwa den limitierten Bausatz wegschnappen? Alter, guck dir seinen Helm an! Kommandant, ich bin untröstlich! Genug gefaulenzt. Raus, sofort! Verstanden! Direkt. Und eins, und zwei, und eins, und zwei. Katastrophe mit euch hier. Muss ich alles selber machen. Ich drück euch die Daumen. Ich werde hier blind. Ich kann mir vorstellen, einer gammelt da oben rum. Aussicht genießt und so, oder? Sag mal, das ist große Team. Naja, sieht aus wie meine Einheit. Was glotzt die so? Junons Makokanone. Ich hab schon so viel über sie gelesen. Ich auch. Hey, merkst du nicht, dass du störst? Das ist unser Kommandant. Hä? Puh, bitte um Verzeihung. Was lungert ihr hier rum? Die Parade beginnt gleich, also haltet euch an mich. Komm. Jawohl! Reiner. Ganzen Anfänger hier. Alles muss man hier selber machen. Schade, keine Kiste. Ist jetzt nur eine Kiste gefunden, oder was? Achso, das sind... Die wollen, dass ich hier sage, komm, reicht für heute, hä? Aber nichts da. Ich guck mir hier noch um. Ich muss noch Barrett sehen. Oh, da ist auch noch eine Einheit. Haben Sie etwas Interessantes gefunden? Zeig sie mal her! Zeig sie. Was übertreiben die so, Alter? Rezeption. Schön für euch. Trotzdem werde ich gewinnen. Was gibt's hier so Schönes? Oh, da ist was. Da will ich nicht gestört werden. Hey, Chatley! Mein Freund! Also chillst du auch noch, Alter. Maschine. Was sind das echt Ratten? Ich dachte, chillt mit Ratten hier gerade. Ist alles nix, nix, nix. Mir ist es ehrlich gesagt egal, ob Junon oder Midgar die Aufzeichnung holt. Was machst du hier, Kumpel? Oh, hallo. Kann ich helfen? Analyse läuft. Ein Treffer. Cloud? Wie siehst du denn aus? Nein, warte. Sag nichts. Sicher gibt es einen guten Grund, warum du die Uniform eines Gardisten trägst. Natürlich. Vielleicht ist es besser, wenn ich nicht mehr darüber weiß. Womit kann ich Ihnen zu Diensten sein, Kommandant? Achso, gehörst noch hier, hä? Nichts Neues. Ich dachte, vielleicht ein paar Gardisten hier kurz verprügeln. Neuer Kampfsimulator, aber nee. Leider nicht, leider nicht. Es gibt noch viele weitere Phänomene. Ich baue auf deine Unterstützung. Ich lerne, da will ich nicht gestört. Geh mal runter. Was gibt's hier Schönes? Kiste. Das gefällt mir jetzt schon. Hier, ihr Nervensägen. Ach, wieder nur Geld. Der Grenadier ist doch nicht zu verarmen. Kommandant? Sir?
Bitte um Erlaubnis zu sprechen, Sir. Bitte verraten Sie uns, in welcher Formation wir heute bei der Parade antreten. Das hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab. Aber macht euch nicht zu viele Gedanken. Als euer Kommandant habe ich alles unter Kontrolle. Verstanden? Dann raus mit euch. Jawohl! Zack, zack. Irgendwas von Ifrit, die nehmen wir dann. Ich habe gehört und ich habe es angenommen. So. Hier waren wir, glaube ich, schon überall. Ich glaube, da oben war ich auch schon, oder? Doch nicht. Eine gute Bar. Wenn dieser Einsatz hier vorbei ist, Herr Kommandant, werde ich zur Spezialeinheit. Haben Sie wirklich Zeit für einen Drink? Natürlich. Oh nein. Doch. Ich weiß. Was für eine Blamage. Ich war Root nicht nur ein Klotz am Bein. Der Chef hat's vermutlich auch noch gesehen. Keine Angst, Kleines. Lass mich bitte in Ruhe. Ich mach dich an. Komm. Lass mich bitte in Ruhe. Wenn ich hier alles treffe. Ganzen armen Leute. Wenn dieser Einsatz hier vorbei ist, was ist? Siehst du nicht, dass wir gerade beschäftigt sind? Ich auch. Sein Helm. Oh, ich bitte vielmals um Verzeihung, Kommandant. Genug gefaulenzt. Raus, sofort. Aber zack ich. Keine Ausreden. Was ist Fraueneinheit? Glück gehabt. Jetzt werde ich ausgerastet. Glückwunsch zur Genehmigung deines Projekts. Vielen Dank. Hier kann man seine Drinks nur genießen. Ihr zwei, ihr könnt mitlaufen. Lasst mich ein bisschen leid. Ich will doch nur ein bisschen hier Tacheles machen. Nein, immer hier meine zwei Aufpasserinnen. So. Das haben wir auch schon gesehen. Da war ich hier schon eigentlich. Da oben war ich auch schon. Überall drin. Wo war ich jetzt noch nicht? Eins fehlt. Und Barrett fehlt auch. Barrett, mein Freund, wo bist du? Waren wir hier schon? Ja. Kaserne, Südraum. Oh, ich sehe doch schon den breiten Kerl. Aber die letzte Einheit, keine Ahnung, wo die ist. Sagt mal, ist das der Barrett? Matrose. Du da! Was denn? Ich bin doch nur ein Matrose in Uniform. Nichts Ungewöhnliches. Ahoi! Lacht nicht, etwas anderes habe ich nicht gehasst! Macht doch nur Spaß! Ich habe einen Weg zum Hafen gefunden. Und bei euch hat wohl auch alles geklappt. Ja, läuft besser als gedacht. Fehlt nur noch die Auszeichnung. Gar nicht mal schlecht. Dann wünsch uns Glück. Der ganze Weg zum Hafen ist übersät mit Gardisten. Da muss ein Nest sein. Solange wir in unserer Aufmachung rumrennen, wird uns schon keiner bemerken. Ja, wie der aussieht. Nun ist also der Spruch des Direktors. So. Wo ist meine letzte Einheit? Wo? Das ging ja leicht. Nein, halt. Das ging ja leicht. Ich bin viel zu aufgeregt. Oh, das nenne ich Timing.
Dürfte ich Sie wohl bitten, ein Foto zu schießen? Einfach draufdrücken! Fotografieren. Sieht top aus. Vielen Dank! Wahnsinn! An dem Foto stimmt einfach alles! Das rahme ich mir ein! Die Pause ist um. Auf geht's zum Paradeplatz. Dein tolles Foto, hast du eine Belohnung erhalten? Katastrophe. Kompanie, halt! Oh, war sogar eine Trophäe? War klar. Ist immer gut, wenn man alles macht, ey. Wie sehen wir jetzt zusammen aus? Ist er echt zu groß? Nee, oder? Ich hätte meine normale Kleidung gebraucht, da könnte ich mich gut hinstellen. Und so, zack. Maschine. Komm ich da rein? Nö. So, jetzt haben wir alles. Bisschen Quack-Quack gemacht. Dann gehen wir doch. Mit meiner Kompanie. Laufen die mir nicht nochmal hinterher, da hinten kommen sie. Wie das aussieht. Und eins, und zwei. Kann ich schon was sagen? Sir, wir haben alle beisammen. Alle beisammen. Alle beisammen. Und nach links. Jetzt wieder nach rechts. Und. Folgt mir, Jungs. Komm, ihr dürft auch ein bisschen schneller laufen. Hopp, hopp. Folgen die mir? Ah ne, die laufen nur im Kreis. Ach so. Schade. Ich verzeih euch. Hier geht's weiter. Ich mach. Speichern. Speichern. Yes. Aber Leute. Dann sage ich mal, wie sie aussehen. Ah, zu gut. Zu gut, zu gut. Der Haken ist genial. Ah, du hast kein Outfit? Oh, irgendwas Cooles gewesen. Auch so ein Matrosen-Outfit. Hätte ich gelacht. Naja, aber auf jeden Fall. Sag ich, hier war Robi von ENR Production. Das war Final Fantasy VII Rebirth, Part 18. Danke fürs Zuschauen. Kommentiert, subscribed, liked und bis zum nächsten Mal. Bye, bye und ciao.